Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie heute gemeinsam mit Elisabeth Köstinger und Harald Mahrer zu diesem Pressetermin begrüßen darf. Es ist ein guter Pressetermin mit einer guten Nachricht, nämlich wir können den Tourismus in Österreich schrittweise wieder hochfahren. Wir können die Beherbergung, den Tourismus, die Hotellerie mit Ende Mai in Österreich öffnen. Und das ist wichtig für uns als Republik, weil der Tourismus und die Freizeitwirtschaft 15% von unserem BIP ausmachen, weil zahlreiche Arbeitsplätze in unserem Land an dieser Branche hängen. Es ist aber auch wichtig für uns in Österreich, weil der Tourismus, die Gastfreundschaft, die Gastfreundlichkeit, ja, das ist ein Stück weit Teil unserer österreichischen Identität. Das gehört zu Österreich dazu und dafür werden wir auch in der ganzen Welt gesehen und geschätzt. Die Ausbreitung des Coronavirus ist eine gesundheitliche und wirtschaftliche Herausforderung für die ganze Welt und sie trifft die ganze Wirtschaft natürlich in voller Härte und Breite, aber sie trifft einige Branchen ganz besonders. Und alles, was mit Internationalität, mit Reise, mit Tourismus, mit Gastronomie zu tun hat, ist da natürlich ganz besonders hart betroffen. Und weil das so ist, ist es eine ganz besonders frohe Nachricht, dass wir die Ansteckungszahlen in Österreich auf ein niedriges Niveau senken konnten und daher auch in diesen Branchen jetzt schneller wieder hochfahren können als andere Länder. Wir haben immer gesagt, unser Ziel muss es sein, die Ansteckungsraten schnell nach unten zu bringen und wenn das gelingt, dann aber auch möglichst schnell die Wirtschaft wieder hochfahren, die Grenzen öffnen, Wirtschaften möglich machen und so Arbeitsplätze in unserem Land sichern. Alles natürlich mit den notwendigen Sicherheitsregeln, alles natürlich behutsam, schrittweise, vorsichtig, aber trotzdem, weil es wichtig ist für die Arbeitsplätze in unserem Land. Ich bin froh, dass wir in diesem Sommer den österreichischen Gästen, aber auch Gästen aus anderen sicheren Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ermöglichen werden können, dass sie ein Maximum an Sicherheit und gleichzeitig ein Maximum an Freude im Urlaub erleben werden können. Balthasar Hauser, ein ganz herausragender österreichischer Tourismusunternehmer, hat gesagt, das Ziel muss sein, sich wohlzufühlen und sicher zu sein. Und genau das wollen wir garantieren mit einem guten Sicherheitskonzept, wo ich auch ganz herzlich Harald Mahrer danken möchte für die gute Zusammenarbeit mit Elli Köstinger, mit dem Gesundheitsministerium, mit uns im Bundeskanzleramt. Wir werden sehr viel investieren als Republik Österreich, um hohe Testkapazitäten zu haben und möglichst viel und möglichst regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Gast tätig sind, zu testen, damit wir verhindern, dass die im Fall der Ansteckung Multispreader werden und das Virus weiter verbreiten. Harald Mahrer wird dazu noch im Detail eingehen. Es ist ein herausragendes Konzept, es ist ein ambitioniertes Konzept, aber es bringt uns in die glückliche Situation, dass man in Österreich als Österreicher, aber auch als Gast aus dem Ausland so sicher Urlaub machen wird können, wie sonst kaum in einem anderen Land der Welt. Und zum Zweiten gilt es natürlich auch, entsprechend Werbung zu machen. Und da ein großes Danke an Elli Köstinger, die Wirtschaftskammer, die Österreich-Werbung für das Vorbereiten einer intensiven Kampagne, damit die Menschen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in anderen sicheren Ländern darauf hingewiesen werden, dass Urlaub in Österreich sicher, aber gleichzeitig auch schön möglich sein wird. Der Tourismus ist für uns ein wichtiger Wirtschaftszweig. Wir werden alles tun, damit wir unsere Gesundheit nicht gefährden, damit die Ansteckungszahlen weiter gering bleiben. Wir werden keinesfalls unsere Grenzen für Länder öffnen, die die Situation noch nicht unter Kontrolle haben. Wir wollen aber auf der anderen Seite natürlich die Arbeitsplätze in unserem Land, die am Tourismus hängen, sichern. Wir wollen, dass die Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit haben, einen schönen, wohlverdienten Urlaub auch in unserem wunderschönen Land zu verbringen.
Und wir sind natürlich auch froh über Gäste aus Deutschland und anderen Ländern, die zu uns kommen, die unsere Wirtschaft ankurbeln, die Arbeitsplätze in unserem Land sichern und gleichzeitig aus Ländern kommen, wo die Situation ebenso unter Kontrolle ist und daher keine Gefahr für uns darstellen. Danke an Elisabeth Köstinger, Harald Mahrer, aber natürlich auch in Abwesenheit an den Gesundheitsminister, der hier auch eingebunden war, für die gute Zusammenarbeit. Es ist eine herausfordernde Zeit, aber dieser Zeit muss man mit Optimismus begegnen. Wir müssen unser Land wirtschaftlich wieder hochfahren und da gehört die wichtige Sparte des Tourismus dazu. Daher freue ich mich jetzt auf die Ausführungen von Harald Mahrer und Elisabeth Köstinger. Danke, Herr Bundeskanzler. Frau Tourismusministerin, bitte. Ja, vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Wir haben den heutigen Vormittag genutzt, um eine Online-Konferenz speziell mit Tourismusbetrieben, mit Unternehmern, mit Hoteliers, mit Privatzimmervermietern, mit Urlaub am Bauernhofbetriebe uns auszutauschen. Wir haben ja Anfang der Woche entsprechend die Maßnahmen vorgestellt, die für dieses Wiederhochfahren und das Starten auch unserer Beherbergung in Österreich brauchen wird. Mit 29. Mai wird es wieder möglich sein, in Österreich entsprechend auch Urlaub zu machen, entsprechend auch im Land unterwegs zu sein. Das ist das Datum, wo neben unseren Hotels entsprechend auch die Freizeitbetriebe, die Möglichkeiten, Ausflugsmöglichkeiten und dergleichen öffnen werden. Und wir wissen natürlich, dass dieser Beginn zu Anfang natürlich auch ein Softstart sein wird, nachdem Grenzen ja nach wie vor geschlossen sind. Aber es bietet natürlich auch für viele eine gute Möglichkeit, dieses Spannungsfeld zwischen Gesundheit auf der einen Seite, Sicherheit auf der anderen Seite eben entsprechend auch im Betrieb zu testen. Der Kampf gegen das Coronavirus und das Eindämmen des Coronavirus muss nach wie vor unser größtes Ziel sein. Und wir haben wirklich versucht, mit einfachen, praktikablen Maßnahmen entsprechend auch zum Schutz der Gäste und zum Schutz der Mitarbeiter dieses Wiederhochstarten und entsprechend auch das Aufsperren wieder möglich zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich auch die gute Nachricht, einem Urlaub in Österreich steht nichts mehr im Wege. Wir können entsprechend uns auch schon wieder darauf freuen, das Land zu bereisen, das Land zu entdecken und vor allem eben auch Erholung zu suchen und zu finden. Was natürlich für uns ganz entscheidend ist, ist die Frage der Grenzöffnungen. Da ist es uns in einem ersten Schritt gelungen, entsprechend mit Deutschland auch eine Einigung zu erzielen, dass jetzt stufenweise eine Grenzöffnung möglich sein wird. Für uns ist es immer wichtig, dass Grenzen nur dann geöffnet werden, wenn es zu Ländern passiert, die ähnlich gute Verläufe der Infektionskurven haben, wo die Infektionszahlen entsprechend niedrig sind. Nur dann kommt es für uns überhaupt in Frage, dass wir entsprechend hier Grenzöffnungen möglich machen. Wir sind derzeitig in intensiven Gesprächen mit Tschechien, auch mit der Schweiz und natürlich auch mit anderen Nachbarstaaten Österreichs, die, wie gesagt, ähnlich gut das Virus derzeitig im Griff haben. Die Tourismusbranche, die tausenden Betriebe und vor allem aber auch die hunderttausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen jetzt aber Unterstützung, damit eben dieses Starten gelingen kann. Der ORF startet heute mit einem Sendungsformat Sommer in Österreich, Urlaub in Rot-Weiß-Rot mit Marcel Hirscher. Und wir sind gemeinsam mit der Österreich-Werbung, den neuen Landesorganisationen, den Tourismusregionen in den letzten Wochen intensiv daran gesessen, eine Kampagne zu starten, die auf der einen Seite Urlaub in Österreich bewirbt, die vor allem eben auch Lust auf Urlaub in Österreich schafft. Auf dich wartet ein guter Sommer, wird das Motto der Kampagne der Österreich-Werbung sein. Der Tourismus, also für uns ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier entsprechend auch Möglichkeiten schaffen im Inland, aber natürlich entsprechend auf jene Märkte zu gehen, wo auch eine Perspektive bereits besteht. Das wird ab Juni entsprechend vor allem in Deutschland starten. Und wenn wir entsprechend weitere Grenzöffnungen zustande bringen, werden wir natürlich auch in anderen Partnerländern die Kampagne ausrollen. Urlaub in Österreich wird ein zusätzliches Budget von rund 40 Millionen Euro erhalten. Die Österreich-Werbung plant hier vor allem in die Inlandskampagne online zu gehen und entsprechend auch die bewährten Kampagnenmethoden im Ausland zu benutzen.
Wie gesagt, immer entsprechend in Länder, wo Grenzen aufgehen, wo es Urlaubern auch möglich sein wird, dann nach Österreich zu kommen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, dass vor allem der Tourismus, die Freizeitwirtschaft, die Reisebüros, die Busunternehmen, die Fremdenführer, die Branchen sind, die Bereiche sind, die von der Corona-Krise am härtesten betroffen sind, die jetzt auch mit Maßnahmen leben müssen, die ihr eigenes Geschäftsmodell, das sie über viele Jahrzehnte aufgebaut haben, so oft nicht möglich machen, weil wir durchaus Abstand brauchen, weil wir in vielen Bereichen Distanz brauchen, wo wir es aber eigentlich gewohnt sind, vor allem in Österreich, sehr gemütlich und sehr nah beieinander zu sein. Deswegen wird es für uns entsprechend wichtig sein, neben dem Abstand eben auch die Herzlichkeit zu ermöglichen und die Gastfreundschaft und das sichere Urlaubserlebnis an oberster Stelle zu stellen. Wir werden von Seiten der Bundesregierung alles tun, damit Urlaub in Österreich möglich ist, damit Urlaub in Österreich sicher ist, damit sich unsere Gäste entsprechend wohlfühlen, dass sie sich gut erholt einfach dann auch wieder nach Hause begeben können. Und jeder, der jetzt Urlaub plant, sollte überlegen, das in Österreich zu tun und noch Möglichkeit, vor allem auch in einem heimischen Reisebüro buchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Präsident, bitteschön. Schönen Mittag auch von meiner Seite. Wir hatten eine wirklich sehr gute virtuelle Konferenz mit den Hoteliervertreterinnen und Hoteliersvertretern, den Vertretern der Privatzimmervermieter und Angebote für Urlaub am Bauernhof. Man sieht dann schon, wie breit unser touristisches Spektrum in Österreich ist. Nicht nur für Gäste aus Österreich, sondern für sehr viele Gäste auch aus der ganzen Welt, die im Sommer, im Winter, aber natürlich auch über das ganze Jahr hinweg Österreich als Tourismusstandort besonders schätzen. Und das ist für die österreichische Wirtschaft in Summe auch wichtig, weil es natürlich nicht nur die Betriebe in dem Kernbereich sind, die ich gerade angesprochen habe, sondern sehr viele, die mit diesen Kernbereichen verbunden sind. Egal, ob das die Reisebüros sind, die die Gäste natürlich organisieren, die Busunternehmer, die sie transportieren, ob das Fremdenführer sind, ob das Ticketbüros sind, aber auch viele Zulieferer, die Bäcker, die Fleischer und die Floristen und viele, viele andere, die Dienstleistungen anbieten, die im Tourismus am Ende des Tages ja dann gebraucht und konsumiert werden. Also Sie sehen, hängt alles zusammen, das ist für uns auch so wichtig, gemeinsam für den Tourismus die richtigen Akzente jetzt zu setzen und mutigen Schritte, dass zwei Dinge miteinander verbunden werden kann. Der Herr Bundeskanzler hat den Balthasar Hauser zitiert, den wir in einer Hotelierskonferenz vor zwei Wochen gemeinsam gehört haben, wie gesagt hat, ja, diese beiden Elemente sind so wichtig, wohlfühlen, und dafür steht Österreich, aber auch sicher sein. Und dieses Sichersein ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, dass Österreich die Nase vorne hat vor anderen Ländern, wenn jetzt Schritt für Schritt Grenzen wieder aufgehen, wenn Reisen wieder möglich ist, dass sich dann die Gäste auch aus aller Welt überlegen, wohin möchte ich denn? Es geht um eine Wahlentscheidung und die wird in den zukünftigen Wochen und Monaten durch die Frage der Sicherheit mit beeinflusst werden. Und wir haben da einen Ruf zu verteidigen und in einem Ranking auch den Platz 1 zu verteidigen. Das World Economic Forum veröffentlicht regelmäßig einen eigenen Bericht Tourismus und Wettbewerb. Und zum Thema Gesundheit und Hygiene hat Österreich im Jahr 2019 den ersten Platz in der Kategorie gemacht. Wir haben da einen Ruf zu verteidigen und wir wollen diese Position halten. Und damit das notwendig ist, war es in den letzten Wochen wichtig, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Tourismusressort, dankenswerterweise auch der Unterstützung des Bundeskanzleramts und unseren Branchenvertretern, Kriterien festzulegen, die für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für alle Partner in der Tourismuswirtschaft ein sicheres gemeinsames Miteinander ermöglichen. Das hat in der Gastronomie jetzt die ersten Tage gut funktioniert. Da gelten klare Regeln. Es gilt aber auch die Eigenverantwortung dort. Und das wird auch ab dem 29. Mai, da bin ich mir sicher, auch bei den Beherbergungsbetrieben gut funktionieren. Das sind praxisnahe, realistische Regeln. Sie sind natürlich bis zu einem gewissen Grad auch einschränkend. Das verlangt die jetzige Situation. Aber sie ermöglicht uns allen, den Gästen eine sichere Umgebung zu geben. Und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Betrieben dort. Und weil das Stichwort bei den Gästen so wichtig sein wird, ich vergleiche da im internationalen Bereich, haben wir noch ein Zusatzprojekt initiiert. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, ein Projekt, bei dem wir auch die Nase vorn haben wollen, global, nämlich den Versuch zu unternehmen, eine Infrastruktur aufzubauen, in dem wöchentlich möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Hotellerie durchgetestet werden. Das gibt Sicherheit. Das ist gar nicht so einfach auf die Beine zu stellen. Das ist ein durchaus logistisch ordentlicher Aufwand. Dazu braucht es natürlich die privaten Laborkapazitäten mit den notwendigen Maschinen und Reagenzien, dass das möglich ist. Ziel ist es, mit Anfang Juli, also mit Anfang der Hochsommersaison,
möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben dort die Möglichkeit zu geben, sich durchtesten zu lassen. Wir werden mit dem Start 29.05. mit der nächsten Woche in ausgewählten Projektregionen starten, um zu sehen, wie geht das auch, den Bereich auch zu lernen. Aber das wird dann wirklich mit Beginn Juli, mit Beginn Hochsommer das flächendeckend anbieten können. Wir sind, wenn man so will, nur der Geburtshelfer für dieses Projekt, gemeinsam mit dem Tourismusressort. Es ist ein privates Konsortium, das sich da bildet. Diese Labors und die sie unterstützenden Partner bieten das den jeweiligen Bundesländern an, über die Tourismusregionen dort, diese Dienstleistungen. Wir halten das für sehr, sehr gut und ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass der Bund die Kosten dafür übernehmen wird. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und ist eines der besten Investments, die die Republik in Wirklichkeit für den Tourismusstandort machen kann. Wir machen damit das gesamte Land im Tourismus sicherer und das wird ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Vielleicht vier Punkte, die dieses Gesamtprojekt umfasst. Das Testen ist irgendwie logisch, also die Abstrichabnahme, der Transport zu den Labors, die Labors testen, dann gibt es eine Befundung. Eine zweite eigene Komponente in dem Projekt ist natürlich die Kontaktnachverfolgung. Sie wissen, wenn ein Fall positiv ist, ist das wichtig, dass man die Kontakte nachverfolgen kann, um dann die notwendigen Schritte setzen zu können, damit die Infektionskette schnell unterbrochen werden kann. Eine eigene Komponente wird Bestandteil sein, die Isolierung halt der betroffenen Personen und dann der Weiterbetrieb der Häuser, weil das ist natürlich unser großes Interesse, dass die Tourismusbetriebe dann möglichst schnell wieder auch weiter betrieben werden können im Normalbetrieb. Und der letzte Punkt ist ein eigenes Paket, das ich für sehr wichtig erachte, nämlich Vorbeugung und Prävention, alles, was man tun kann, damit es erst gar nicht zu einer Ansteckung kommt. Und wenn Sie so wollen, ist das ein abgerundetes Paket, das ich extrem begrüße. Dazu werden die Details in den kommenden Tagen und Wochen noch mehr konkretisiert, wenn man mit den ersten Pilotregionen, die dann feststehen werden nächste Woche, auch in die Umsetzung geht, um dann, und das ist unsere Rolle dort als Wirtschaftskammer, über unseren Fachverband der Hotellerie auch die Betriebe alle informiert und rechtzeitig vor dem Sommer einbinden kann. Wir haben also, wenn Sie wollen, ein gemeinsames Ziel: Österreich, das gastfreundlichste Land, das sicherste Tourismusland. Das schaffen wir, wenn wir dazu unser Bestes geben und auch da global die Nase vorne haben. Danke.